Herzlich willkommen bei Next Move. Ihr seht's, der Ford Mustang Mach-E ist heute der Star in unserem Video. Wer uns noch nicht kennt, ich bin der Stefan, aber ich bin heute nicht alleine. Ich bin nämlich auch mit dabei. Ich bin die Marie und ich habe mir das Fahrzeug vor allen Dingen in den Punkten Look and Feel angeschaut. Und ich kümmere mich um die Technik. Film ab. Also, dass ich das Glück hatte, ein paar Tage mit dem Fahrzeug zu verbringen, ist eventuell etwas untertrieben, weil ich habe mich ziemlich leidenschaftlich darum gerissen. Denn seitdem ich denken kann, ist der Ford Mustang eins meiner Lieblingsmodelle gewesen. Und spätestens seit der Leidenschaft für E-Fahrzeuge hat sich das leider ein bisschen gegeneinander ausgeschlossen. Deshalb, genau, konnte ich es gar nicht abwarten zu sehen, was Ford hiermit irgendwie mit auf den Markt bringt. Und was soll ich sagen? Ich bin Hals über Kopf verliebt. Gerade das Thema Kühlergrill ist ja bei E-Autos immer so eine spannende Sache, weil entwirft man es komplett neu, versucht man irgendwas zu imitieren, da gehen die Geister irgendwie auseinander und gerade beim e-tron oder beim Enyaq sieht man ja oft irgendwas reproduziert, was einen an einen Kühlergrill erinnert, damit es nicht ganz so fremd aussieht. Hier finde ich gerade die Abwesenheit von dem Ganzen eigentlich super elegant und minimalistisch und cool, weil das Wichtigste haben wir, das Pferdchen und alles andere reicht eigentlich vollkommen aus. Also das ist eine persönliche Geschmackssache, aber ich persönlich finde es cool, wenn die Front von einem Fahrzeug immer noch ein bisschen bissig aussieht oder ein bisschen wütend. Und gerade das macht das Design von den Scheinwerfern eigentlich sehr gut und sehr cool. Also wo er ein bisschen enttäuscht oder wo ich mir ein bisschen was anderes gewünscht hätte, ist in der Größe der Seitenspiegel. Die fallen insgesamt sehr schmal aus, warum auch immer, aber genau, da wünscht man sich einfach im Rückspiegel ein bisschen mehr Perspektive, ein bisschen mehr Weitwinkel, aber mit ein bisschen Übung und das Hinzuziehen von der Rückfahrkamera kriegt man sich da irgendwie dran gewöhnt. Ist nur so beim ersten Fahren ein bisschen aufgefallen. Was beim ersten Annähern an das Fahrzeug auch auffällt, ist so ein bisschen die Abwesenheit von jeglichen Türgriffen. Also weder ausklappbar noch irgendwie ausfahrbar in jeglicher Form. Finde ich, haben sie auch ganz cool gelöst, weil wenn das Fahrzeug aufgeschlossen ist, leuchtet hier so ein kleiner weißer Kreis. Man hat den Knopf, sie springt auf und man hat einen kleinen Türgriff, der vorne noch vorhanden ist. Und hinten hat man dann nur noch den Knopf, da springt sie einfach auf und man kann bequem einsteigen. Was ich jetzt schon relativ häufig gehört habe von Leuten, ist, dass er nicht unbedingt aussieht wie ein klassischer Mustang. Da würde ich halt so weit mitgehen, dass es nun mal ein SUV geworden ist, wie nun mal die meisten auf dem Elektromarkt gerade vertreten sind. Aber wenn man sich vorstellt, dass er nicht ganz so hoch wäre, sodass so ungefähr 30 bis 40 cm fehlen, kommt oben auf jeden Fall die klassische Stromlinie raus. Und das, finde ich, haben sie sehr gut übernommen. Dafür, dass er doch insgesamt sehr futuristisch geworden ist, sehe ich auf jeden Fall einen Mustang da drinne. Was wir an den Felgen finden, ist natürlich wieder der ikonische Mustang in der Mitte. Und was ich persönlich ziemlich cool finde, sind die roten Bremsköpfe, weil gerade zur restlichen Farbe des Mustangs, des Dunkelgraus, machen sie einen super coolen Kontrast. Wirklich hübsches Accessoire. Gerade die Rückseite finde ich auch ziemlich cool gelungen, weil sie ist sehr sportlich geworden und hat trotzdem noch ikonische Punkte von dem Mustang mit aufgegriffen und ein bisschen neu interpretiert. Finde ich, haben sie sehr schön gemacht, gut anzuschauen. Wieder natürlich das hübsche Pferdchen und der kleine Hinweis: Wenn du los willst, dann kommst du los, weil das ist ein Allrad. So an sich hat der Kofferraum ein Fassungsvolumen von 400 Litern. Das ist erstmal, sieht es sehr geräumig aus. Da passt jeder gängige Koffer mit rein. Sollte das nicht ausreichen, kann man immer noch die Rücksitzbank umklappen. Dann erreicht man ein Volumen von 1420 Litern. Und sollte das nicht ausreichen, haben wir auch noch einen Frunk mit 100 Litern Fassungsvermögen für das kleine Gepäck. Oder die Eiswürfel, wer möchte, kann man transportieren, denn das Wasser läuft direkt nach unten ab. Was man sich so ein bisschen wünschen könnte bei der Preiskategorie, ist, dass man den nicht manuell zumachen muss, aber das kriegt man auch noch hin. Also was ich auf jeden Fall super gut finde, ist, das ganze Interieur ist ziemlich gut aufgeräumt und alles ist intuitiv erreichbar. Alles konzentriert sich irgendwie vor allen Dingen auf dem Display hier in der Mitte oder alternativ hat man auch, weil das Display in der Mitte ist ja ähnlich wie bei Tesla, nur da sparen sie an anderer Stelle sehr viel mit irgendwelchen Knöpfen oder derartigen Sachen. Hat man hier noch am Lenkrad relativ viele Optionen. Wo die Geister noch ein bisschen auseinandergehen, ist bei diesem kleinen, relativ schmalen oder niedrigen Display. Ich persönlich finde es voll okay. Es steht nicht im Weg. Es ist irgendwie, es zeigt irgendwie alles Wichtige, was man sehen will. Hat man schnell im Blick. Das finde ich eigentlich nicht störend. Soweit auch von der Verarbeitung bin ich eigentlich gut zufrieden, außer an zwei kleinen Punkten. Wir haben den Knopf hier in der Mitte vom Display, der etwas extravagant dort positioniert wurde. Ist von der Idee her cool, sieht auch ganz okay aus. Spätestens, wenn man ihn anfasst, denkt man so ein bisschen, okay, da ist an der Qualität ein bisschen was verloren gegangen. Fühlt sich nicht ganz so wertig an. Man hat das Gefühl, also das Drehen macht einfach keinen Spaß. Es hört sich nach leichtem Plastik an. Leider genauso wie hier in dem Schaltknopf, der ist ähnlich verbaut, wo man sich einfach ein bisschen mehr gewünscht hätte. Es macht nicht unbedingt Spaß, das zu bedienen. Ein kleines Manko gefällt mir nicht so gut. Nachdem wir uns jetzt das Infotainment und das Interieur ein bisschen angeschaut haben, möchte ich auf jeden Fall noch positiv hervorheben die Platzverhältnisse auf der Rückbank.
Ich persönlich bin 1,69 groß, an guten Tagen 1,70 und die finden hier hinten auf jeden Fall entspannt Platz. Sowohl, ich steige mal kurz ein, sowohl im Fußraum als auch über dem Kopf hat man noch genug Luft. Es ist absolut gemütlich, auch für zwei Leute, auch wenn man ein bisschen mehr Beinfreiheit braucht, gerade in den Knien, ist das absolut drinne, sehr großzügig, finde ich sehr gut. Hallo Next Move, ich durfte mir mal das Auto anschauen, ein sehr schönes Auto optisch, mir gefällt er sehr gut und ich bin langjähriger Kunde von Dafner und könnte mir vorstellen, auf Elektromobilität umzusteigen. Hallo, auch ich durfte heute bei den Mustang Mach-E Test fahren, dank Next Move. Und ich muss sagen, ich freue mich demnächst das Auto zu verkaufen, weil das ist wirklich eine super geile Karre. Den Mustang Mach-E gibt es in zwei verschiedenen Antriebsvarianten, als Heck- und Allradantrieb mit zwei verschiedenen Batteriegrößen, die ihr beliebig miteinander kombinieren könnt. In Summe also 2x2 Mach-4 Varianten. Der kleine Akku bietet 76 Kilowattstunden brutto, der große 99 Kilowattstunden. Die Reichweiten liegen zwischen 400 und 610 Kilometer. Die Beschleunigung 0 auf 100 liegt im Bereich 5 bis 6 Sekunden ungefähr. Und die Preise beginnen bei 46.900 Euro. Alle Varianten qualifizieren sich für den Umweltbonus mit 9.570 Euro, denn es ist nur die Basis gelistet und alles andere per Definition Zusatzausstattung. Ende 2021 soll dann auch noch eine GT-Variante kommen, die es in 3,7 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde schafft. Unser Testfahrzeug ist sozusagen ein nackter Frosch oder nackter Hirsch. Das heißt, die Serienausstattung ist schon sehr umfangreich, aber weiter konfiguriert wurde hier nichts. Wir haben also bereits ein Navigationssystem mit 15,5 Zoll Touchscreen, Matrix-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, Sitzheizung vorn, Ford Intelligent Drive Assist, Vorbereitung für den Anbau einer Anhängerkupplung beim Händler, da kann das Auto dann 750 Kilo ziehen, 19 Zoll Rädern mit roten Bremssätteln und die Rückfahrkamera und den Einparkassistent. Wer möchte, kann das Auto auch mit dem Zahlenschloss öffnen. Ich lege mal den Schlüssel hier ein paar Meter weg vom Auto und komm mal mit meiner Geheimnummer, Heimnummer, die wir euch natürlich nicht zeigen. Hier unten steht sie drauf. Ja. Es gibt also eine für EU und eine für Nicht-EU oder für verschiedene Regionen. Und dann habe ich jetzt einmal hier oben gedrückt, dass die Lampen angehen. Und sag's euch nicht, 8150569. Und tatsächlich geht das Auto auf und ich bin drin. Die Geräuschwelten eines Autos sind immer ganz spannend. Ich habe mal das Mikro hier und fahre mal langsam los und häng's mal raus. Bisschen schneller. Und Strompedal wegnehmen. Bisschen in Stand, dann erlischt es und wieder los. Also eigentlich ein ganz angenehmes Geräusch, draußen gehört man es kaum, vielen ist ja ihr Avas zu laut, sprich ihr Fußgängerwarnsystem am Elektroauto und das ist hier relativ unaufdringlich. So laut wie es jetzt hier im Tunnel war, hört man es in der Realität eigentlich nicht. Die Lenkradbedienfelder sind soweit klassisch angeordnet und man findet sich relativ schnell wieder mit einer kleinen Einschränkung, wo ich Kritik üben möchte, nämlich, dass die Symbole relativ klein sind. Gerade bei Dunkelheit habe ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu erkennen, was hier drauf ist. Und ich glaube, der durchschnittliche Neuwagenkäufer ist um die 50 oder 50 plus sogar in Deutschland. Da kann man das auch ein bisschen größer machen. Obwohl das Fahrzeug sehr sportlich ausgelegt ist und die Scheiben gerade hier an der Seite eigentlich relativ klein sind, würde ich die Übersichtlichkeit doch als gut bewerten. Zum einen als großer Mensch, Blick nach vorn rechts, da ist mir sehr oft der Innenspiegel im Weg. Das habe ich hier nicht als störend empfunden. Den einzigen kleinen Kritikpunkt habe ich hier, dass ich eine relativ mächtige B-Säule habe, die mich beim Schulterblick so ein bisschen im Blickfeld da einschränkt. Da passt zwar kein ganzes Auto dahinter, aber ich sehe halt schlecht in die Richtung. Aber ich habe ja serienmäßig den Totwinkelwarner, der im Außenspiegel oben klein in der Ecke auch orange aufblinkt, wenn dort also sich ein Auto versteckt. Ein Lob gibt es für das Bedienkonzept und das Display. Das ist ja alles sehr intuitiv. Hier unten habe ich meine Favoriten, sprich zuletzt benutzt. Wenn ich die also anklicke, springen die hoch oder oben wieder aufs Auto. Oder hier noch meine Menüs, wo man also mit sehr großen Kacheln auch während der Fahrt sich gut zurechtfindet.
Fahrmodus einstellen, wäre aufs Auto. Drive Mode, ich habe, wie es fürs Pferd sich gehört, drei Modi, zahm, aktiv oder wie jetzt eingestellt hier unten temperamentvoll. An vielen Funktionen ist auch ein kleines i dran, wo ich nochmal weitere Informationen bekomme. Diese Informationen bekomme ich natürlich nur im Stand. Jetzt bin ich losgefahren und schwupps, wurden sie zu meiner Sicherheit deaktiviert. Auch das eine sinnvolle Lösung. Wenn es natürlich ins Detail geht, das wollen wir jetzt mal noch machen, machen wir das im Stand. Wir gehen hier auf Einstellungen und zum Beispiel mal auf Fahrassistenz. Da sehen wir schon, hier gibt es eine ganze Menge an Menüs und zum Beispiel eine Falschfahrwarnfunktion. Er sagt mir, was es ist und ich kann sie an- oder ausschalten. Und natürlich bei Fahrzeug gibt es jede Menge Menüs zur Individualisierung des Fahrzeuges, die ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen durchspreche, weil wir wollen ja keinen 50-Minüter machen, sondern ich zeige sie nur mal kurz in der Übersicht. Zum Beispiel kann ich mir auch hier meine Einheit umstellen auf Kilometer und Kilometer pro Kilowattstunde. Wie viel Kilometer kann ich mit einer Kilowattstunde fahren und wie viel ist das dann? Gehen wir nochmal in den Bordcomputer. Und er sagt, 5,6 Kilometer kann ich mit einer Kilowattstunde fahren, weil ich mir entsprechend die Einheit umgestellt habe. Apple CarPlay, Android Auto kann er auch, und zwar kabellos. Ich habe das Telefon einmal verbunden und bei jedem Neustart, immer wenn ich ins Auto einsteige, fragt er gar nicht, sondern vermutlich, weil ich es ihm einmal erlaubt habe, bringt er entsprechend das Telefonmenü hier. Zusatzschilder kann er nicht lesen, zumindest im konkreten Fall nicht. War hier eine Tempo 30 mit einem Zeitlimit. Er hat mir eine 50 angezeigt, die 30 habe ich manuell oben gewählt für den Tempomaten. Aber immerhin hat er gezeigt, da könnte was sein mit einer 30 und Fahrer, entscheide du, welches die richtige Geschwindigkeit ist. Schauen wir uns noch das Verhalten des Abstandstempomaten im Stadtverkehr an. Ich rolle also jetzt mit Tempo 50 km pro Stunde auf eine rote Ampel zu. Das war ja etwas ruckelig, weil noch Kurven waren. Da hat er es nicht gleich gesehen, dass da vor mir jemand in der Spur ist, aber hat ihn dann sehr schnell wiedergefunden. Positioniert sich jetzt mit ausreichend Abstand dahinter. Vor mir geht es jetzt weiter und er möchte einmal die Tempomat-Taste gedrückt haben, um wieder Fahrt aufzunehmen. Fährt also nicht alleine los. Der Abstandstempomat in Kombination mit dem Lenkassistenten ist zwar eigentlich für die Autobahn gemacht, aber ich bin jetzt hier auf der Landstraße unterwegs und wir haben hier eine langgestreckte Kurve und zumindest bei diesem Kurvenradius macht er das ganz gut. Jetzt Tempo 70, er geht automatisch auf die 75 runter, hat das Schild gelesen. Aber Achtung, wir sind jetzt schon 200 Meter drinnen ungefähr im Tempolimit und erst jetzt hat er die Zielgeschwindigkeit erreicht. Und da kann man schon mal einen Blitzer kassieren. Jetzt wieder Tempo 100, er liest es und geht entsprechend nach oben und beschleunigt auf den voreingestellten Wert. Die 5 km/h Toleranz, die habe ich ihm im Menü vorgegeben. Wenn ich natürlich mit Tempo 100 auf ein Ortseingangsschild zurolle und vorher kein weiteres Tempolimit steht, was mich runterzieht, fahre ich also bis zum Ortseingang Tempo 100 und wenn ich dann die Assistenz nutzen möchte, bin ich also deutlich im Tempo drüber. Ich habe es einmal probiert, musste dann hart auf die Bremse, zu hart fürs Video. Bei der Fahrdynamik ist das Auto natürlich über jeden Zweifel erhaben. Wir fahren jetzt auf die Autobahn drauf, Tempo 50. Ich stelle den Fuß aufs Gas, aufs Strompedal. Und bin hier innerhalb weniger Sekunden bei Reisegeschwindigkeit angekommen, 150 km pro Stunde, und aktiviere mein Assistenzsystem und das Fahrzeug übernimmt. Und ab jetzt bin ich vom Spaßmodus im Relaxmodus. Wenn ich sage Relaxmodus auf der Autobahn, dann betrifft das auch die Geräuschkulisse im Fahrzeug. Jetzt also Tempo 140 km pro Stunde. Ich glaube, man hört im Video nicht allzu viel. Wenn doch, dann ist es nicht das Gefühlte. Ich war auch mit der Familie mit dem Auto unterwegs und der ist jetzt kein Audi e-tron, der super leise ist, aber nichts, wo man sich drüber beschweren müsste. Sehr angenehm und eine geringe Geräuschkulisse hier im Fahrzeug, auch auf der Autobahn. Die Assistenz läuft wirklich sauber. Ich bin einige hundert Kilometer damit gefahren, kann also über die Lenkradtasten entsprechend den Abstand zum Vordermann einstellen. Ich hatte jetzt die Hände am Lenkrad, aber es ist nicht kapazitiv. Er hat mich eben aufgefordert zu übernehmen, weil er keinen Widerstand gespürt hat. Er will also, ähnlich wie Tesla, eine leichte Lenkradbewegung auch am Lenkrad verspüren sozusagen. Und Abstand in 4 Stufen verstellbar. Wir haben hier einen Autobahnabschnitt, der teilweise etwas unrund gebaut ist, aber auch hier läuft die Assistenz sauber durch und führt mich ja gut durch den Verkehr. Ich habe die Hand am Lenkrad, aber das Auto lenkt und ich muss eigentlich nicht eingreifen.
Wir gehen jetzt mit Tempo 140, 200 Meter zur Ausfahrt. Ich hau den Tempomaten raus, lasse mich hier rein rekuperieren sozusagen. Und die Rekuperation ist so stark, dass ich eigentlich sogar noch hätte später vom Strompedal runtergehen können, weil ich jetzt hier in der Ausfahrt schon auf Tempo 40 runter gewesen wäre. Also sehr angenehme, starke Rekuperation. Ich habe nicht gefunden, wo ich sie verstellen kann. Das heißt, es ist ganz klar ein One-Pedal-Driving. Das erfordert ein bisschen Gewöhnung. Nämlich, wenn man segeln möchte, kann man das hier am Auto nicht einstellen, sondern nur dadurch erreichen, dass man das Strompedal leicht gedrückt hält und ungefähr den Nullpunkt der Stromaufnahme findet, um segeln zu können. Das ist natürlich ein kleines bisschen schwer, weil ich habe hier keine Poweranzeige im Auto, wie ich sie von anderen Fahrzeugen gewohnt bin, wo ich also nach rechts oder nach oben sehe, wie viel Strom ich gebe und entsprechend in der anderen Richtung, meistens grün dargestellt, meine Rekuperation. Das habe ich hier nicht. Aber viel Informationen können natürlich auch einen Nutzer überfordern und bei einem, sage ich mal, spaßbetonten Auto ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Kilowattstunde mehr oder weniger brauche und den Segelpunkt exakt treffe. Landstraßenfahrten machen wirklich Spaß in dem Auto. Wir haben hier ein bisschen schlechten Untergrund und geben mal ein bisschen Strom. Tempo 100 ist erlaubt. Da gucken wir mal, dass wir die einhalten. Und hier kommen so ein paar kleine, holprige Kurven. Und die nimmt er hier wirklich gut weg. Er schwankt ein bisschen, Kamera schwer zu halten, aber das Auto ist nicht schwer zu halten. Was mir noch fehlt, ist, dass die Lenkung für meine Begriffe noch ein Ticken schwergängiger sein könnte in diesem Sportmodus, temperamentvoll also. Sieht man auch, dass ich in dem Fahrmodus bin, entsprechend oben rechts und links in den Ecken wird der Fahrmodus mit angezeigt. Wenn ich also den Fahrmodus umschalte, verschwindet diese Grafik. Und wenn ich ihn wieder anschalte, dann kommt sie wieder. Der Fahrwählschalter ist in der Mittelkonsole. Ich bin also jetzt im D. Der N wäre zum Beispiel für die Waschanlage oder wenn man mal freies Rollen braucht. R natürlich entsprechend der Rückwärtsgang. Kamera geht automatisch an. Ein bisschen tricky ist, dass man aufpassen muss, nicht im P zu landen beim Rangieren, weil das ist ja doch sehr leicht, der Übergang. Und dann würde er entsprechend hart die Parkbremse reinwerfen. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser lösen können. Rütteltest nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, man hört es im Hintergrund auch, dass es hier so schlägt. Ist so eine Betonplattenstraße mit fiesen, breiten Fugen. Aber man merkt es zwar, das Auto wackelt auch ein bisschen. Jetzt ist übrigens zu Ende. Aber es ist nicht unangenehm hart, sondern aus meiner Sicht eher komfortabel ausgelegt. Hier kommt nicht viel bei mir an von dem, was das Auto da draußen zu erledigen hat. Eine spannende Taste gibt es hier noch, nämlich eine L-Taste. Wenn ich drücke, dann leuchtet es. Wenn ich wieder drücke, geht sie wieder aus. Wir versuchen natürlich, die Autos hier intuitiv zu erschließen. Und hier mussten wir eine Weile rätseln, was das ist. Wir dachten erst vielleicht auf die Rekuperation. Low für weniger Rekuperation würde eigentlich auch Sinn machen. Aber meistens verstärkt man die Rekuperation über so eine Taste. Da würde dann ein B dran stehen oder ein H für High. Im konkreten Fall ist es vermutlich eine Drosselung der Fahrleistung. Der Unterschied ist aber so gering, dass man es eigentlich kaum merkt. Das Auto wird also nicht wesentlich langsamer und wer sportlich unterwegs ist, kann sich da also ein bisschen drosseln für ein bisschen mehr Reichweite. So sieht's aus, wenn man übersieht, dass der Vordermann plötzlich anhält, bringt das Fahrzeug also entsprechend eine Warnmeldung, dass ich hier also eine Notbremsung oder Gefahrenbremsung einleiten kann. Und hier einmal satt um die Kurve auf die Autobahn drauf, fliegt er förmlich den anderen davon. Wir testen die Elastizität. Vor mir ist ein LKW, der geht jetzt rüber. Ich fahre 90 Kilometer pro Stunde und Feuer frei, die Spur ist frei. Ich gebe jetzt einen Kickdown und man sieht, wie flott er hier auch Strom annimmt. Und Rechtsfahrgebot natürlich, aber von hinten kommt keiner, wie auch. 180, es geht bergauf. Bei 185 nimmt der Strom weg und 187, 188 ist der angezeigte Maximalwert. Bei den Verbrauchswerten muss sich dieses Spaßmobil hier nicht verstecken. Man schafft also bei beschwingter Autobahnfahrt, so wie ich jetzt, wenn man den Tempomaten auf 150 einstellt, Reichweiten von über 300 Kilometern, 300 bis 350 Kilometer, wohlgemerkt mit dem Allrad, im Heckantrieb wäre es ja noch ein bisschen mehr. Wenn man die Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde nicht überbietet, geht es in Richtung 400 km sommerliche Autobahnreichweite. Bei den Bordcomputern läuft es auch noch nicht ganz rund. Erstens haben wir hier noch keine Nachkommastellen beim Verbrauch
Und beim Reset gibt es manchmal noch Probleme, dass noch nicht alle Werte zurückgesetzt werden. Ich zeige euch da mal ein paar Einblendungen, was ich so erlebt habe in den letzten Tag. Da habe ich Ford nachgefragt. Das Problem ist bekannt und wird in einem der nächsten Updates mit behoben. Der Mustang Mach-E ist mit gut 6 Monaten Verzögerung in den Markt gestartet. Aus unserer Sicht eine mutige und richtige Entscheidung von Ford, den Kunden nicht zum Tester zu machen, sondern ein fertiges Auto zu liefern. Auch wenn hier noch kleinere Bugs waren, hat das Auto im Wesentlichen einen guten Dienst gemacht und lief also störungsfrei. Das hat natürlich dazu geführt, dass er im Zuge der Neuzulassungen und des Modellfeuerwerks der anderen Hersteller fast so ein bisschen untergegangen ist. Eigentlich zu Unrecht, denn das Fahrzeug bietet eine sehr große Reichweite bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Fahrzeugklasse und muss sich da im Wettbewerb absolut nicht verstecken. Mit seinen 610 Kilometer WLTP-Reichweite in der Heckantriebsversion mit dem großen Akku ist er sogar schon ein Tesla Model 3 Konkurrent, wenn es um das Thema Reichweite geht. Uns hat Spaß gemacht mit dem Auto. Wir können ihn also für Leute, die sich für das Auto interessieren, denen er auch gefällt, eine Probefahrt beim Händler absolut empfehlen. Und auf der Langstrecke haben wir ihn für euch getestet, denn das geht bei der Probefahrt meistens nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier im Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.